choice, go fight against your fate. Ja, hi und willkommen. Mein Name ist Daniel P. und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Honkai Star Rail. Pompom, entschuldige. Was sollte er denn jetzt? Einfach weggeschoben hat er mich. Ja, neue Version wieder gedroppt, ne? Ne, eigentlich nicht. Neue Star Trailblazer Continuance. Ich weiß gar nicht, wie man die auf Deutsch nennt. Trailblazer Fortsetzung, ja, Trailblazer Continuance, ja, okay. Neuer Charakter gedroppt in der Gacha, ne? Werde ich nicht pullen, sieht aus wie Sakura aus Naruto und sie ist sogar ein Ninja. Was, ja. Weiß ich nicht. Gut, ich habe auf Screen wieder mich ein bisschen ausgetobt, ne? Charaktere, eigentlich habe ich Charaktere nicht hochgelevelt, weil ich gerade keine Charaktere leveln will, deswegen habe ich hier gerade voll Überfluss an Sachen. Selbst Waffen tue ich jetzt hier nicht gerade hochleveln, weil ich gesehen habe, es ist hier wieder ein Event am Laufen, ne? Und da habe ich schon gesehen, was man hier kriegt wieder als Belohnung. Einen besonderen Eventlichtkegel, ne? Und der ist ja wohl absolut krass, ne? Das ist ein Zerstörungslichtkegel, also für Zerstörungscharaktere, der die LP erhöht. Und jedes Mal, wenn Charaktere LP verlieren, mit der kritische Schaden erhöht. Das ist wahrscheinlich das perfekte, die perfekte Waffe für Blade. Also hier den Kollegen hier, ne? Den ja, weil er voll auf LP und so ausgerichtet ist. Ne, ich habe ihm die Waffe von Allen gegeben, weil ich auch so ein bisschen so auf LP-Opferung funktioniert. Aber LP zu erhöhen, kritischen Schaden zu erhöhen, ist ja wohl noch mal richtig krasser. Also ja. Freue mich schon, wenn das Event am Laufen ist und ich das erledige und die Belohnung bekomme, weil das ist richtig krass. Mir fehlen ehrlich gesagt ein paar Lichtkegel für Zerstörungscharaktere. So, Gacha wird sich, ehrlich gesagt, wird sich doch Gacha-mäßig irgendwas tun, einmal am Ende. Ich werde nicht für sie pullen, obwohl die 4-Sterne-Charaktere gerade wieder so schön sind, ne? Sie ist in der Gacha und er ist in der Gacha. Ich würde ehrlich gesagt schon, wenn ich von den beiden pullen würde, würde ich schon eher für ihn hier pullen. Das ist nämlich die Drachenform von Dan Hagen. Aber ich werde erstmal sparen. So, hierfür werden wir aber am Ende des Parts mal einmal pullen, weil ich davon wieder 11 habe. Aber erstmal nicht. Erstmal gucken wir weiter, ne? So, die Story geht wieder weiter. Ich weiß nicht genau, worum es da geht. Es geht um hier Rapper, hier diese neue Charakterin und ich muss dafür hier die Nachrichten von unserer Express Crew hier mal kurz lesen, so wie ich das sehe, ne? Seid ihr da? Ja, ja, ich habe Neuigkeiten für euch alle. Wow, was für Neuigkeiten. Gute Neuigkeiten? Das ist gute Neuigkeiten. Hey, ich schätze schon. Klasse. Dann treffe ich euch. Da treffen wir uns alle in. Wenn ihr alle Zeit habt. Welt und ich warten im Salonwagen auf euch. Okay, ich nehme an. Hier ist gerade storymäßig irgendwas passiert. Deswegen ist er kurz schwarz geworden. So, genau deswegen. Die waren nämlich gerade nicht hier. So, was geht hier ab? Ich war vor euch, Alia. März. Und warum machst du wieder deine anderen Klamotten an? Werde ich nie wieder zu den anderen Pfad hier rüberpacken. Du bleibst im auf dem Jagdpfad. Suchen wir wieder nach dem Vermächtnis des Uhrmachers. Das weißt du nicht mehr, das weißt du nicht. Muss man sich mal vorstellen, ne? Wir kommen gerade aus der Story von Pinakuni, da müssen wir kurz zu der Janjo Lofu gehen. Nur um nochmal eine Einladung zu Pinakuni zu bekommen. Macht doch gar keinen Sinn. Was habe ich gesehen, März? Du hast da irgendwie gerade geglitscht, glaube ich mal. Ich
入学前の準備をしているところだ。この学園祭は新入生への入学祝いでもあるが、同時に在校生にとっても年に一度の大きな祭りでもある。 Es ist halt gleich, ne? Die beiden machen einfach irgendwas hinter den Kulissen, wir müssen halt eine Action dabei sein. 学生生活を体験したりするといいだろう。勉強。Schule bedeutet Regeln und Regeln sind dafür da, gebrochen zu werden. 折り紙大学は宇宙に名を馳せるトップクラスの芸術教育機関だと聞いている。俺もぜひ見学させてもらいたい。 Du gehst mal aus dem Zug raus? Hilfe, ich will nicht auf eine Uni gehen. Ich kann mir meinen Charakter gar nicht Schule vorstellen. Ich glaube, Charakter von Honkai Story ist so der unsozialste Charakter überhaupt. Klingt himmlisch. Also glaube ich gesagt, ne? Tengoku bedeutet Himmel, ne? Origami大学に入学の書類を出しておくから、準備ができたら出発しましょう。楽しんできてちょうだい。 Also, das ist angeblich eine Story Quest, ne? So, ein andalusischer Affe. Andalusischer, ja, irgendwie hat es was mit Affen zu tun. Ich weiß noch nicht was. うちが全部体験してやる。ああ、ね、めっちゃ。もちろん、今からうちらは同級生なんだから。ま、全然。肩の力を抜いて学生生活を楽しんじゃおう。これからは同級生として喜んで。いや、そもそも、ね、ショールにもフォーム tragen。だすね、ファンサービスエピソード。折り紙大学は日本で最高峰の教育機関で。 Obwohl, er sieht schon so ein bisschen aus wie der Hauptcharakter von Persona 5, ne? Ihr Joker. Joker hat ja auch eine Schuluniform. Pom Pom. Will auch Teil dieser Konversation sein. So, wo ist eigentlich hier Schwarzer Schwan? Die sollte auch eigentlich hier die ganze Zeit irgendwo sein, ne? そういえば、ベルトは故郷で教師をしていたのよね。何か面白いエピソードでも思い出したのかしら？それならたくさんあるからな。ワインゼアウェルダーレック。準備しながら聞かせるとしようか。オッケー。セットしよう。マカイナパウザ。あ、わお、ganz ruhig、ganz ruhig。Ein bequemer Couch。Ich bin soweit。 Der Weg nach Pinakuni bist du ein wenig überraschend eingeschlafen. Komm, ich jetzt hier wieder so eine Rückblende oder Vorblende. Was? Seltsames Geräusch bleibt dir im Kopf. Doch du bist zu müde, dass du dich nicht aufraffen kannst, die Augen zu öffnen. Ich will die ganze Zeit mein Tierchen hier. Ist das eher ein Traum? Wie bitte? Ich bin eingeschlafen? Ja, schon wieder zurück in Pinakuni. Oh, Pokéball ist da in den Hintergrund. Also, mit Sicherheit nichts schieflaufen. Da soll ich mir mal ein Team hier irgendwie zusammenstellen? Was für ein Team stelle ich mir jetzt zusammen für die Story? Weiß es nicht. Was für ein Team nehme ich? März, ne? Weil hier. Vielleicht soll ich dann Hang auch mal irgendwann hier hochtrainieren. Vielleicht sollte ich echt ich kann nicht pullen, ich muss für andere Charaktere sparen. Da wir nehmen alles mit, ich weiß es nicht. Welt, wo ist Welt? Hier zwei imaginäre Charaktere, da kann ja nur gut ausgehen. Von wir mal an erste Stelle, ne? So als Lehrer. Ja, nehmen wir mal ihn mit und ein paar Schüler. Wer könnte ja noch Schüler sein? Wenn nicht Clara, ne? Und
weil wir sie schon lange nicht mehr gesehen haben, links, ne? Dieses Team ist nicht so gut. Egal. Passt schon. Ja, wir haben ja Einfluss. みなさまがピノコニーにお戻りになると聞きまして、ホテルの方では、いつでもチェックインされた。プラチナルームを6部屋確保してあります。6部屋。はい。みなさまの他に、姫子様、ベルト様、そして3日前にチェックインされたパム様、計6名様のお部屋ですね。Sie ja niemand hier absprechen? Pom Pom. Pom って何を言ってるの?あ、パンパン。パムって何を言ってるの?あ、パンパン、ゲットマウスのツーカウス?わかった。ファミリーの艦隊に感謝する。とりあえず、ちょっと待って、トラウン。俺たち3人のチェックイン。ピアノは逃げずにポンポンでツーカウスになった。かしこまりました。こちらで皆様の無教パスポートを。これは確実に。全然、意味がんつプレッツィヒア、アウフグタウト、アルファ、アンゲシュラハンゼン。前回はそんな楽しいものじゃなかったし。 さっき途中で話を遮って悪かった。ねえ、タンコ、あんたなんか知ってるの?パムもチェックインしてるってフロントの人が言ってたけど、どういうこと?俺の推測が正しければ、Ach ja, genau. その宿泊客はおそらくブートヒル。ich wollte gerade sagen. Meinst du Herrn Heiliger Bimbam? そうだ。 前回ピノコニーで一緒に行動していた時も、彼はパムの名を借りていた。彼以外に思い当たる人物はいない。ブートヒルは何しに来てるの?わからない。巡回レンジャーは常に1匹狼で行動しているが。Aber er kennt ja irgendwie。er hat ja irgendwie Rapper hier irgendwie beim letzten Mal erwähnt, ne?Deswegen haben die wahrscheinlich irgendwie so ein paar Cutscenes miteinander, ne? その時に詳しい話を聞こう。それならすぐ出発しよう。あ、そういえば折り紙大学は太陽の時にあるんだけど、ホテル側が最初に夢に入った時の場所をキャンパスの近くにしてくれてるんだって。じゃあ後で学校の正門前に集合ね。前回と同じ部屋だ。夢に入る準備をしよう。オッケー。 Ich kann da nicht hin. Dann gehen wir da ein. So, wo geht's? So, warte ich. Nicht dagegen rein. Ich habe schon lange nichts mehr hier auf Pinakuni gemacht, merke ich gerade. Komm mir das so fremd vor. So, wer seid ihr? して、大株主たちはもうロビーについているみたいだから。分かってるって。あいつは確かにこの方向に逃げたはず。なんでどこにも見当たらないんだ。誰かが入ってきた。誰？Ich bin der Superstar von der festlichen Voraus. Dieses Casting, kannst du es wagen? Ich bin egal. Bänder ohne besonderen Zweck an seiner Kleidung. もう少し早く言ってくれれば。そちらの VIP のお客様、先ほどは少々声が大きかったようで、何とぞご容赦を。私たちハウンドは定期巡回をしていただけなんです。客室の設備はすべて正常ですので、安心してお過ごしください。でも犯人が。ばれしてる。あ、そうそう。犯人、犯人してください。なんて。
少々お邪魔してしまいましたが、これもお客様の安全を保証するためなんです。すぐ退散しますので、ごゆっくりおくつろぎください。夢の中ではくれぐれも安全に注意してください。もういいからさっさとついてきて。何だったんだろう。夢に入る前にもう少し部屋の中を確認してみようか。 Truhe? Dieser Schatz scheint etwas anders zu sein als den du bisher begegnet. Statt dich widerwillig deine Begeisterung zu öffnen, verschließt sie sich fest. Sie genau betrachten. Du siehst die Truhe von dir genau an, findest aber keine Schaltfläche zur Entschlüsselung, keine versteckten Textinhalte und keine Slots. Es sieht wirklich aus, als ließ sie sich nicht öffnen. Das macht mich sehr traurig. Zuschlagen nehme ich auch. Du rufst ab, das mit rechtschaffenem Mut und dem Trailblaze, verlagerst deine ganze Kraft in deine Arme und versuchst eine Lücke zu öffnen, die Hoffnung und Reichtum bedeutet. Aber es bringt nichts, der Deckel der Kiste lässt sich nicht bewegen, aber es wäre von... als wäre er von Grund so konzipiert, dass er nicht geöffnet werden kann. Es erinnert dich an die Türen in der Straße von Pinakuni, die sich nicht öffnen lassen. Eine geschickte Begutachtung durchführen. Du versuchst sie mit etwas Raffinesse aufzubrechen, aber wir sind nicht in den Universum-Simulationen und es gibt keine Würfel. Außerdem hast du kein Werkzeug zum Aufbrechen von Schlössern und deine Hände sind nicht sehr geschickt. Die Begutachtung ist ein großer Fehlschlag. Komm schon! Gewalt. 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 Boah, mach das Ding auf. Sie genau betrachten noch mal. Keine versteckten Textinhalte. Boah. So, Affe. Seltsame Affenpuppe. Du entdeckst im Zimmer eine seltsame Affenpuppe. Die Material der Puppe zeigt, dass sie exquisit verarbeitet ist, aber das Design ist weniger exquisit. Dieser fiese Ausdruck und der gewitzte Blick, gibt es wirklich Leute, die eine solche Figur mögen? Ja, runterhauen. Du schlägst den Affen ins Gesicht, ein weiches Gefühl umhüllt deine Faust. Das Gesicht des Affen umarmt deine Feindseligkeit. Man könnte sogar sagen, er weicht dir aus. Siehst deine von der Kraft des Trailblazers erfüllten Eisenfäuste zurück, aber die Gesichtsausdruck der Puppe bleibt unverändert. Sie erwidert den Kuss deiner Gewalt mit einem Lächeln. Ich liebe den Dialog in diesem Spiel. Ich muss aber hier alles untersuchen. So, weißt du was? Dieses Ding geht mir auf den Nerven. Ich höre die ganze Zeit der blöde Atme von dem Viech. Ja. Ich muss aber hier Sachen untersuchen, sehe ich gerade. Das Titelbild der Filmrolle auf dem Tisch zeigt einen sonderbaren Affen. Der Titel lautet überarbeitete Ausgabe Top 10 klassische Bilder von schlafenden Bananenaffen. Außerdem ist eine Reihe limitierter Seriennummer in Heißfolienprägung zu sehen. Das scheint ein Geschenk der Hotel Reverie zu sein, was wirklich aufmerksam von ihnen ist. Es wäre allerdings noch aufmerksamer, wenn sie einen Projektor im Zimmer installiert hätten, denn es gibt hier überhaupt keine Möglichkeit, um Filme abzuspielen. Boah. Du bist immer noch am Leuchten, sehe ich gerade. Warum bist du immer noch am Leuchten? Die Projektoren für solche Filme sind im Universum veraltet, aber sie sind immer noch zu hohen Preisen auf dem Markt zu sehen. Meist enden sie als Sammlerstücke für in Schränken und spiegeln den Geschmack des Besitzers wieder. Veraltet, aber sie, so, warum bist du dann immer noch hier am Leuchten? Was? Sehe aber nichts anderes. Ah. Hier ist noch ein Fernseher. Warum kann ich halt immer noch untersuchen? Versuche die Gegenstände im Raum. Ah, ist aber nichts. Sind aber am Leuchten irgendwo. Sehe nichts mehr. Was? Gewalt ist nicht die Lösung. Na gut, dann eben nicht. Pinakumi Origami Academy, alles klar. No, wow.
Hey, guck mal, wer da ist. Alles klar. Das ist einer dieser Träume. Was ist hier gerade los? Gott, dieser Affe ist am Schielen. Okay. Affenbanner? Seltsamer Affe. Monkey. Ist das wirklich die Origami Akademie? Der Affe vor dir gibt weiterhin Banner Blabla von sich und erinnert dich an einen Film, den du neulich gesehen hast. Das war ein richtig unterhaltsamer Film. Erinnerst du dich noch an die Titelmusik? Ist eine Anspielung an irgendwas? Ja, genau, so ging die Melodie. Singen wir zusammen und öffnen die Tür zu einer neuen Welt. Sehr gut, du bist der echte geborene Banner-Blabla-Sänger. Schau, deine Banana-Blabla hat noch mehr niedliche Affen angelockt. Du siehst wahrscheinlich jeden Tag im Kopf des Trailblazers aus. Wie schön und friedlich jetzt hier ist. Du sollst dich einfach auf das lustige Banner-Blabla der kleinen Affen einlassen und den angenehmen Bananenduft genießen. Was? Dein Schal ist Flammen. Noch eine Katze. Alter. Sehr cool. Und Sakura einen Ausflug in Hokkaido macht, ne? Wer bist du? Sieht aber echt aus wie Sakura, ne? Pinke Haare, grüne Augen, ne? Ein bisschen rote Kleidung. Gott, sie sind alle am Schielen. Was haben sie gesagt? Aber dich in Frage stellen. Lass dir deinen Glücksmoment nicht von diesem Glücksmoment. Von dieser komischen Gestalt ruinieren. Hör nur, die kleinen Affen rufen immer noch fröhlich nach dir. Oh Gott. Hm.
Wumps. Das kam unerwartet. Die Ninja verpasst dir einen heftigen Schlag in den Schädel. Die Wucht durchdringt deinen Körper und deine Seele. Augenblicklich sehen, kehren all deine fünf Sinne zurück und die Stimmen der Affen verklingt. Du hast fast mein Stellarung zertrümmert. Habe dich in Frage gestellt. Du hast mich einfach nur geschlagen. Der Affe vor dir sieht dich grimmig an, als würde er sagen, verdammt, was ist denn hier los? Okay, was? Okay, ich wollte sagen. Ich hätte nämlich nicht gedacht, gegen die kämpfen zu wollen. Ich glaube, wir müssen ja mal, ob das gut geht hier mit diesen Themen. Tun wir mal einen hier entschärfen. Ja, ich habe ein echt beschissenes Team gerade hier. So. Was ist diese Musik? So. Okay, die Musik ist da. Okay, ja. Oh Mann. Ich muss mich auf den konzentrieren, auf den Affen. Oh, jeder Konter zählt für sie. Ausgezeichnet. Aber das tut nicht zu sehr weh. Okay. Ich schon wieder alles an diesem bunt gemischten Team, das ich hier ausgewählt habe. Ja, der Kampf hier so lange dauert. Ja, du, komm her. Nein, da war nicht genug. Ja. Da. Jetzt habe ich dich. Ja, der ruft immer die Leute neu, deswegen bringt das nichts. Warum nicht? So, warum? Hab ich schon gewusst. Ich muss wahrscheinlich gegen Affen ähnliche Gegner kämpfen, ne? Weil wenn ich jetzt gegen die gekämpft hätte, dann hätte ich mich ein bisschen verwirrt. Autsch. Ja, ich krieg. Mal natürlich krieg ich den. Obwohl, ist ein bisschen knapp. Wenn wir jetzt hier, wenn wir jetzt hier hart angegriffen werden. Oh Mann. Oh Mann. Okay, geht. Boom. Ja. Bisschen Fisch. Boom. Haben wir kaputt? Nein. Okay. Oh, okay. Ich hätte die Ultimate nicht einsetzen müssen. Okay. Okay.
Wer genau bist du? Ninja wa kikaretara kanarazu kotaeru. Doumo hajimemashite. AKA Ranha desu. Tataneba naranu toki ni tataneba. Sono ran wa furi kakaru koto ni naru. Ginga ninpo chou ni mo sou kaite aru. Mada jasui ga urotsuite iru na. Hayaku koko o saro. Oh, das ist so ein Affe. Das sieht komisch aus. Banane der Freundschaft. Sie ist so wunderschön. Ich glaube, ich träume. Gott. Warte, ich darf doch gar nicht rennen. Das ist der finale Boss-Affe. Ich bin der galaktische Base. Ich bin Ninja Danio. Das habe ich nicht gesagt. バット忍者さん拙者からの忠告だ安全のため、お主と仲間は早くこの夢の地から離れた方がいい。あれらの邪水が現れたのは、すなわち大いなる災いの兆し。我ら人形の宿敵がこの地を。別れの敵なのだ。さらばだ、またを。 Sie sind schon Nibio. Und dann geht alles Schlag auf Schlag. Noch bevor du zu Ende gesprochen hast, ist der Ninja bereits in die Traumblase gesprungen und spurlos verschwunden. Es scheint schneller als ein Normalsterblicher schauen kann. Alles klar, einer. Fast Mut kletterst über das Geländer und betrittst den affenförmigen Traum, die affenförmige Traumblase. Ja. Alles klar. Zuvor bei der kosmischen Ninja Codex. Konoa. Ist übrigens alles, was ich über sie wusste, ne? Dass sie ein Ninja ist und dass sie irgendwie rappt. Ne? Also alles, was ich über sie wusste. Und dass sie aussieht wie Sakura aus Naruto. それまでの幸福な暮らしは水泡のように消えていった。あ、ねえ。 56 Jahre der Ninja-Ära, Stadt der Ninja. 人道に入って間もない娘よ. Was zum? お主の決意を. Das ist der Mond von Soul Eater, oben. 今日からお主は両蘭忍法を継ぐものじゃ. So, King Kong. Ha! ありがたき幸せ. 心より感謝する. Weiß nicht, ob ich das Thumbnail mache oder so. Ich mache hier ein Foto. この陰に覆われた町、罪に満みれた土地、やがて苦難と憎悪を育み、同時に悲しみまでも育み、全ての希望を飲み込み、渦巻く血類の大波、無常で無常。 Oh mein Gott, ich merke gerade Osaru. Na, da oben sieht aus wie ein Affe Osaru, so wie die Affen aus Dragon Ball. Was bedeutet der Osaru? Ich weiß, ich glaube, Saru bedeutet irgendwie. Ich glaube, das heißt wortwörtlich großer Affe, ne? Osaru, ne? Ich glaube, Saru bedeutet Affe, ne? Oder Zaru oder irgendwie so. Das ist halt großer Affe, ne? Das
お主の、その覚悟に感服すると。だが、お主は忍者と戦うために忍者としての名前が必要なのじゃ。では、拙者は何と名乗れば。それは、わしにもわからん。名前とは理想を乗せ、信念を刻み、運命を示すもの。お主だけの忍号なのじゃ。だからこそ、お主自身で決めなければならない。 Okay. Sieht nicht so aus, oder? Doch, das sieht neu aus. So. Alles klar. Neues Gebiet. So, oh. Komm nicht näher. Komm nicht näher. Okay. Ich hätte sie mal neben mir stellen müssen. Ich bin ein Ninja begegnet. Ich bin einer Ninja begegnet. Du hast jetzt alle von deinem merkwürdigen Traum. Ich muss immer noch Yunlis Companion Quest machen, ey. Oh, ja, geht's immer so schnell weiter schon. Oh mein Gott. Genau das sind sie. Schlafenden Bananenaffen? Ehrlich? Das machen alle Affen. Warte mal, der ist jünger als Clocky und irgendwie beliebter, ja? Das kann ich mir irgendwie nicht vorstellen. Ich kann das nicht mehr hören. あれ聞いたことあるの？あんたも流行りをよく分かってんじゃん。そんな情報どこから仕入れてきたんだ？もちろん在校生グループチャットからだよ。入学する前にグループに入って、コネクションを作っておくのは常識でしょ。じゃあ、さっき5分後に。ちょっとくらい努力しないと。 Erinnere mich nicht. Oh nein. Fremde Leute. Oh mein Gott. Nein. Zwei neue Bekanntschaften. Willkommen. Hallo. Eine trendige Selbstvorstellung sind. Schön euch kennenzulernen. Ich bin Daniro, ihr könnt mich auch Galactica Baseball nennen, eine coole Pose einnehmen. Ich bin ganz neu, ihr freut mich gerne eure Freundesliste zu. Bitte sei Banana nett zu mir. Witzig. Hahaha. Ha, ha. Bitte lächeln, dein Bekannter ist echt lustig. Ich kenne ihn nicht. Oh. Das ist mal unsozial sein hier. Alter, was ist dieser Vogel da? Und den Sonnenbrillen? 創立者は当時のカタルス家の当主グラークスで、当初はドリームメーカーのトレーニング施設だったそうだ。後にアイリス家とルーサン家も管理陣に加わり、学部はドリームメイク
ハーモニー、ウェルスの3つに分かれ、宇宙に名を馳せる芸術教育機関となった。うん。ここって本当に学校なの？フィルムランドよりも豪華じゃん。まだチューターゲートアップ。航空は鮮やかな夢、自由な理想というものだが、目の前の光景がそれを体験しているのかもしれない。Ich nehme an, Rapper geht auch jetzt zu dieser Akademie, weil er hat irgendwie Farbe irgendwie gehabt. Okay, schlendere durch die Akademie. Die Origami Akademie. So, op, einsammeln. Was hat Campus Forum? Oh, noch mehr. So, oh, oh, hier gibt's wieder. Nein, hier gibt's wieder Dings. Origami für ja, ne, Origami Vögel, ja, natürlich gibt es hier Origami Vögel, ne? Und dann gibt es ja wieder neue Belohnung hier zum Einkassieren. Wo ist er jetzt hingelandet? Bist du hingegangen? Da. Ah, lang ist her. Piep, piep, lang nicht gesehen, lang nichts gehört. Hast du das Vögelchen vermisst, Piep? Übrigens, wenn du für Origami für irgendwelche Kommentare oder Vorschläge zur Spielweise hast, ist dieses deine letzte Chance, Piep. Geh vor, jetzt die Treppe hinunter und den Platz herum nach rechts, die Treppe hinauf, noch eine Treppe hinauf und du findest den unser Forschungsteam, Piep. Danke, mir ist schon schönlich. Piep, piep, wenn man eine schlechte Bewertung bekommt, erteilt Professor Eulein eine Lektion. Ich muss den anderen Erstsemestern helfen, also mache ich mich jetzt auf den Weg, Piep. Peace. Alfalfa-Salat. Achso. Ja, das ist wieder, krieg ich wieder. So. Dann gucken wir uns mal hier oben, ne? Da ist schon wieder was. Da ist auch noch was. Gib mir das. Gib mir all den Text, den ich dir lesen werde. Oh, Truhe. Die ließ sich sogar öffnen. So, ich gehe natürlich erstmal überall anders hin, wenn es geht. Kann ich sogar. Boah. Vielleicht finde ich ja diese Vögel erstmal. Erstmal die ganzen Teleport-Dinge hier. Boom. Boom. Oh, nice. Sternanker aktiviert. Erstmal überall hin, wo ich nicht hin soll. Noch eine Truhe. Petron gibt es hier 17. Oh, Chat. Was für ein Chat. Komm. Wir sind ausgewählt und die letzte Entscheidung liegt bei dir, Piep. Dies sind die Vogelmützen, die in der Vogelmine abgebaut werden. Es gibt viele verschiedene Arten von Münzen, jede mit einem anderen Ertrag, Piep. 10-mal gebe und schon bin ich der reichste Vogel, Piep. Nimm mich mit. Vogelmützen werden nicht an Menschen verkauft, Piep. Ich werde den Markt im Auge behalten. Ich frage mich, wie oft sich die Vogelmützen wieder verdoppelt haben. Piep. Peace. Wenn wir erstmal wieder umschauen, obwohl ich das hier gerade schon onscreen mache. Ich will mal wetten, dass hier irgendwann mal ein Event am Laufen ist. Weil hier ist ja irgendwie so ein Event am Laufen auf einer Bühne. Ja, da muss ich natürlich erstmal wieder... muss ich natürlich erstmal wieder die Story ja durchspielen, ne? Bis zu dem Punkt, wo ich das machen kann. Ja, so einer. Also, warte, lass erstmal hier die Story ein bisschen weitermachen. Rätsel und so weiter, die kann ich ja offscreen machen, ne? Die Truhen einsammeln und so. Ja, noch irgendwie was hier gefüllt bekommen, ne? Wow, du drehst dich und du auch und du auch. Was zum? Nein, na warte. Wow. Noch einer irgendwo da. So. Auch noch einer. Boom. Wo noch? Da oben ist ein Ding, sehe ich gerade.
Schlag mich nicht, Piep. Ich gehe auf einen Heißluftballon. Die Luft da oben tut gut, Piep. Wenn ich im Rampenlicht bade, werde ich auch so goldene glänzen wie der große Origami-Vogel, Piep. Schade, dass du meinen Ballon kaputt gemacht hast, Piep. Tut mir leid. Schon gut, ich suche mir einen neuen, Piep. Peace. Jetzt habe ich schon irgendwas gegeben, wenn ich alle drehenden Dinger. Kaputt machen, ne? Gibt es aber bestimmt noch mehr irgendwo. Volk oder irgendwie so was. Na gut, da. Ja, ich wusste es. Der Vorhang der Ballonschau fällt nie. Ja, was haben wir hier? So, noch einer. Mein Gott. So einfach, Musik ohne einen Finger zu rühren, Piep. Hm, das tust du, als würdest du live gehen. Ist ja nicht so, als würde ich mit Playback singen. Also entspann dich, Piep. Die Tournee ist vorbei. Zeit nach Hause zu gehen, Piep. Da muss ich mit dir ja reden. Ständer durch die Origami Akademie. Ja, ich muss mit den Affen hier reden, ne? Kannst du mal sagen, was du von der Origami Akademie hältst? Ja, was gibt's denn für die Akademie zu sagen? Die Qualität der Kurse schwankt und es ist schwer, nach dem Abschluss einen Job zu finden. Moment mal, das kommt ins Fernsehen? Ja. Nehmen wir diesen Teil noch einmal auf. Hallo, alle zusammen. Ich bin eine Absolventin der Origami Academy und liebe es von ganzem Herzen. So, das muss ich nicht machen. Ich muss dich machen. Diese Dinger werden mich mal in den Wahnsinn treiben. Oh Gott, ich muss hier weg. Irgendwo habe ich hier gerade eine Truhe gesehen. Im Hintergrund. Ist bestimmt irgendwann, dass man die Schilder hier kaputt haut, ne? Oh. Nein, ich stehe wieder auf. Also warte, ich hau die aber kaputt. Dudun. Dudun. Ist bestimmt irgendwas, ne? Und wenn nicht, dann tue ich einfach nur grundlos randalieren. Oh, und da ist die Truhe. Da ist auch eine Truhe. So, wer ist das? Das ist ein Dings, sehe ich gerade. Ah, wie bin ich nur so geworden? Früher habe ich über Diamantringe gelacht und über die Ewigkeit, die sie versprachen. Doch nun will ich einfach nur diesen Ring schenken und mir meinen liebsten Furchen zusammen sein. Vögel können verknallt sein? Das hätte ich auch nicht gedacht, Piep. Ach, wie bin ich nur so geworden? Ich gehe lieber zurück und frage Professor Eule um Rat. Ich muss ihn mal finden, ja. Guck mal, ich dafür Belohnung bekommen, obwohl ich schon... Das ist schon der nächste. Bestimmt schon die alle Lichtkegel ja fertig, ne? Mit Einzelunterricht bei dem berühmten Lehrer der Origami Akademie ist der Aufstieg dafür Traumwerker nicht nur ein Traum, Piep. Selbst nach so langem Schreien tut es nichts. Die Studenten hier wollen einfach nicht lernen. Ist außerschulischer Unterricht erlaubt? Seid nicht schon der nächste. Kann man etwa erwischt werden, Piep? Ich bin nicht ganz sicher. Ich werde Professor Eule fragen, Piep. Dö, dö, dö. Warum sind hier so Marionetten? Schon der nächste, ey. Du bist den Ruf von Professor Eule gefolgt. Der Origami Akademie braucht dich, Piep. Ich bin Personalverwalter an der Origami Akademie und werde mir über die Gehaltsabrichtung sprechen, Piep. Mal sehen. Der Posten der Vögel sind für alle Quartal voll. Akzeptierst du Outsourcing-Vögel?
Die Bezahlung ist genau gleich versprochen. Du hast nur einen kleinen Arbeitsplatz, Piep. Du kannst bei Jahrestreffen nicht am Tisch sitzen. Und sei darauf vorbereitet, in eine Krise entlassen zu werden. Ich möchte mit dem Boss sprechen. Erwischt, schnell weg. Gib mir den Manager. Na, wo war ich hier noch nicht? War ich auch schon, ne? Es gibt so viele Orte. Na, was ist hier? Gut, dann ist leer. Also die Studenten im Schiff, weil sie nicht mithalten können. Hier ist Schleier auf, warum solche Lehre überhaupt noch an der Fakultät unterrichten dürfen. Ich habe noch ein Vogel gehört. Mein Gott, ich tue hier alle sofort finden. Wow. Da. Die alle live finden. Marionetten sind die besten Verkehrsmittel, Piep. Wie meinst du das? Wenn die Lichter ausgehen, werden mich meine Marionetten über den Campus führen, Piep. Aber jetzt, wo du mich entdeckt hast, können sich die Marionetten nicht mehr bewegen, Piep. Ich hasse dich. Jetzt muss ich mir eine neue Mitfahrgelegenheit suchen, Piep. Aber so, ich sehe die alle sofort. Wollen wir geschulte Augen für die Dinger. Was gibt's denn? Sag schon, Piep. Ich habe dich gefunden. Komm, sag mal, ist finden und herausziehen dasselbe? Denk mal nach, Piep. Ja. Denk mal gut nach, Piep. Ja. Logisch und konsequent zu sprechen und präzise Worte zu benutzen ist etwas, das ich im Debattierungskurs gelernt habe, Piep. Ich werde auch noch einmal genau nachdenken. Das ist alles, Piep. Das ist doch alles, Piep. Da, weil die ganzen Orte werden wir wahrscheinlich irgendwann in der Story sehen, ne? Da, wo ist denn dieser Vogel hier? Der Obervogel, wo ich die abgeben muss. Ich habe da bestimmt schon eine Menge gefunden. Die Musik hört sich schon wieder wie Spyro an. Da, das ist ja so ein Puzzle. Die Puzzles mache ich, glaube ich, hier offscreen. Ich nehme an, das sind wieder die gleichen Dinger, ne? Da, oh. Sind wieder, ey. Was ist das? Schlag mich nicht, Piep. Du bist ja aufmerksam. Also hast du sicher bemerkt, dass der Ballon, den du getroffen hast, nicht geplatzt ist, Piep. Weil ich eine wundersame Technik angewendet habe, die Zeit einhalten kann, Piep. Als nächstes kommt der Moment, in dem wir Zeugen eines Wunders werden, Piep. Ich werde den Fluss der Zeit wiederherstellen. 3, 2, 1, Piep. Oh Gott. Alles klar. Ja, ich den Vogel gefunden. Soll irgendwo sein, mein Gott. Wo war ich denn hier noch nicht? Oder ja, bald schon. Hier da oben war ich noch nicht. Guck mal da hin. Ja, weiter mit der Story. Ein bisschen. Nein, jetzt bewegen sie sich alle wieder. Oh, Truhe. Ja, ich noch im Winkel meines Augens sehen. Wenn hier nicht irgendwo einer ist, haben wir die auch nicht. Da. Der wird einfacher, weil hier jedes Gebiet noch neu ist, ne? Willst du einen Bungee-Sprung machen? Stell dich auf die Düse und ich sprühe dich. Piep mit einem Rutsch hoch. So hoch. Macht so viel Spaß, Piep. Aber ich bin etwas schwer. Habe ich vergessen, Piep. Du bist kein Vogel, du kannst selbst nicht fliegen, Piep. Ich mache einfach alles alleine weiter, Piep. Okay, mal weiter. Mit dem muss ich reden, nehme ich an, ne? Gott. Das sieht wirklich ungewöhnlich aus. ごめんなさいね。私は新入生担当のバナシスタント416と申します。バナシス、もしかしてアシスタントのことなのかな。これはバナ。ですね。最近学生さんたちはバナレモンキーに夢中ですから、私たち教職員もそれを取り入れてスタイルを変えているのです、バナ。 なぜスイートドリーム劇団が教職員をしているんだ。学園祭の期間中、ほとんどの教師がセミナーに出ているので人手が足りません。そこで
学長先生から依頼を受けたスイートドリーム劇団が穴埋めに駆けつけたというわけですばな。ですがご安心を、バナシたちにはベテラン教師の記憶が搭載されてますから、バナイクの質は保証できます。それよりも今は勉学ではなく彩りの夢学園祭を思いっきり楽しんだ方がいいですよバナ。もちろんちゃんと勉強しようだなんて思ってないよ。そんなに堂々としなくていい。Wir sind auf einer Uni. 大丈夫ですよ。折り紙大学は自由な学風ですから。ここで青春を思い切り謳歌してくださいね。Gibt's irgendwo Mülltonnen? そこの学生さんたち、ちょっと待って。あれ、うちら呼ばれてる？ So, dann würde ich aber sagen, ich mache jetzt hier Feierabend, ne? Und dann setze ich mich noch einmal hin. Wo ist dieser Vogel hier? Ich nehme an, ich habe den noch nicht freigeschaltet. Hier ist irgendwo ein Anker, also muss man irgendwie auch hier hinkommen, ne? Aber egal. Glocki-Statue. Oh, kann ich die jetzt wieder ein bisschen hochleveln hier? Du kannst die Glocki-Statue hochstufen. Kann ich das? Ich glaube nicht, ne? Ich glaube, ich habe schon alle Belohnungen, ne? Außer hier kann man jetzt wieder hochleveln. Ich nehme Crates, die ich wirklich nicht mehr brauche. So cool. Ich nehme an die beiden Rätsel da. Hier diese beiden, weil ich dann nochmal auf Screen machen, ne? Mit weil wir hier ein bisschen schneller gemacht haben. Und ja, beim nächsten Mal geht es dann hier, weil ich dachte erst, du wärst auf Stelle am Stehen. Oh mein Gott. Sie gehen direkt aufeinander zu. Nein. Warte, Leute. Ich halte euch auf. Oh, du kommst direkt auf mich zu. You're approaching me. Na, was habe ich hier alles gefunden? Ban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 a. Okay, cool. Alles klar, gut. Dann setze ich mich hier einmal hin, ne? Spielen einmal die Gacha, die Standard-Gacha, weil alles andere will ich gerade nicht, ne? Eigentlich neue Gegner hier. Oh, tatsächlich 5 neue Gegner. So, diese Gacha werden wir nicht spielen, ne? Wahrscheinlich. Ich habe schon irgendwie gesehen, dass einige Leute denken, Rapper wird irgendwie der meistgeskippte Charakter in Honkai Star Rail sein. Das liegt daran, weil die nächsten beiden Charakter, die hier nachkommen, einfach Fanlieblinge sind. Ne? Nach Rapper soll angeblich Sonntag hier, also der Bruder von Robin hier, gegen den wir gekämpft haben, ne? In Pinakuni. Der Hauptbösewicht von Pinakuni. Der soll irgendwann spielbar sein, ne? Ich glaube, der soll hier nach ihr kommen, ne? Und auf den haben Leute schon lange gewartet, dass er spielbar ist, ne? Und nachdem der Hauptbösewicht geworden ist, haben einige Leute schon irgendwie gedacht, der wird gar nicht mehr spielbar, ne? Aber trotzdem haben alle irgendwie auf den hochgefiebert, ne? So, dass der hoffentlich irgendwann mal spielbar wird. Ja, hier ist er, ja. ja, ne? Was sind das für... Was ist das hier für einer? Kenn ich gar nicht. Hier steht ein Angriff vom Gegner Schwächbuch. Wer ist das? Den kenne ich gar nicht. Der sieht aus wie hier. Er hier. Der in der Light Cone hier vorkommt. Ne? Hier unten links der Kollege. Ne? Robin, da oben ist Rapper. Und unten links ist hier der andere Kollege. Ich nehme an, das ist auch ein Charakter, der irgendwann spielbar wird. Ne? Und ja, wie gesagt, nach Rapper kommt, was ist dieses Licht? Was ist dieser Lichteffekt hier? Das ist der Schatten von da oben, ne? Und ja, wie gesagt, nach Rapper kommt hier Sonntag, ne? Und danach kommt, glaube ich, hier Tingyun, also die 5-Sterne-Version von ihr, ne? Die irgendwann, ja. Die auch schon seit langem tot geglaubt ist, ne? Und von dem einige Leute glauben, die Version, die eigentlich gestorben ist, war irgendwie nur eine Kopie, die von der
von der Hauptbösewichtin von der Zhang Loufu hier erschaffen worden ist, ne? Hier diese Bossin, gegen die man mal kämpfen musste hier. Also von ihr wurde sie erschaffen, angeblich, so wie ich da verstanden habe. Und diese Tingyun war halt nicht echt, haben viele Leute geglaubt. Und das hat man seit langer Zeit nicht gewusst, was mit ihr los ist, ne? Ob sie noch am Leben ist, ob sie irgendwann zurückkehrt. Und ja, jetzt kommt natürlich eine 5-Sterne-Version von sie. Und ja, sie ist auch ein sehr beliebter Charakter und einige Leute sparen für sie auch, so wie ich, ne? Und ja, da musst du dich mal vorstellen, ne? So, da kommt noch Rapper, ne? Ein Charakter, der jetzt erst vorgestellt worden ist, ne? Und den niemand kannte. Und ja, das ist halt schlechtes Timing für diesen Charakter, ne? Weil die Charaktere, die nach ihr kommen, sind einfach beliebtere Charaktere, ne? Deswegen ist, kann ich mir vorstellen, ja, sie wird wahrscheinlich einer der wenigst gepulten Charaktere überhaupt sein, weil sie halt, ja, euer Timing von ihrem Release einfach so unglaublich blöd ist, ne? Die Charaktere, die danach kommen, sind alles hier sehr beliebte Charaktere und ja, deswegen kann ich mir sehr gut vorstellen, dass sie wahrscheinlich der am meist geskippteste Charakter sein wird. Obwohl ich sie eigentlich cool finde, ich würde sie auch gerne pullen, aber wenn ich nicht wüsste, dass Sonntag und Tingyun als nächstes kommen, dann hätte ich für sie auch vielleicht ein bisschen gepullt, aber jetzt, wo ich weiß, dass die anderen beiden kommen, werde ich definitiv erstmal ansparen, ne? Und ja, gut. So viel dazu. So, jetzt spielen wir noch einmal die Gacha. Ich habe hier da so eine Tüte Gummibärchen, die für extra für eine Gacha aufzumachen. Es war ziemlich doof, aber ich suche einfach nur einen Grund, hier meine Gummibärchen-Tüte hier aufzumachen. Da sind wieder diese, ich weiß nicht, ob ich die mal bei Sendes irgendwie mal gehabt habe. Da sind wieder diese Gummibärchen-Drops, diese gezuckerten, ja, diese runden Fruchtflip. Ne, so, wir haben einen weißen. Weiß gar nicht, ich brauche eigentlich gar nichts mehr aus der Standard-Gacha, ne? Schon noch mal zwei. Einen weißen, einen grünen und einen roten. Ja. Dreifache Glück. So. Oh, dann geht mir irgendwas. Mir egal was. Vier Sterne. Vier Sterne nur. Lass mal gucken. Das ist lecker. Ja. So. Ne, sieht nicht gut aus. Ne, sieht nicht so gut aus. Galaga habe ich schon maximiert. Nein, wieder nichts. Das ist blöde, ne? Weil ich schon alles hier hab. So. Die 4-Sterne-Charaktere sind gut. Ne, links hätte ich ein paar Mal. Ja. Joey hätte ich ein paar Mal. Ich glaube, Joey habe ich schon maximiert, ne? Aber Yukong hätte ich vielleicht auch noch ein paar Mal, damit ich sie vielleicht noch mal irgendwann trainieren kann. Aber was soll man machen, ne? Ich habe das Gefühl, immer wenn links in der Gacha ist, kann ich die Gacha gerade nicht spielen, weil ich brauche für links für sie mal ein paar Dingens hier, einige Eidolons, ne? Ich glaube, ich habe nur zwei oder drei ist eigentlich nicht wenig, ne? Aber trotzdem, ich hätte gerne meine Heiler alle ja maximiert, weil meine 4-Sterne Heiler, ne? Gott, meine ganzen 5-Sterne Charaktere gar nichts. Da Galaga hatte ich schon maximiert, leider. Verehrter brauche ich noch eine oder für Tingyun, aber Tingyun kommt ja bald eine 5-Sterne Version, würde ich garantiert hinsparen. Wäre so, Joey habe ich schon maximiert. Yukong, wo bist du? Oh, Yukong brauche ich nur noch eine. Ja, okay, dann ist es jetzt nicht so. So, dann ist schon ein bisschen verkraftbarer, ne? Gut. Alles klar, dann sehen wir uns beim nächsten Mal, wenn es hier wieder weitergeht mit der Story, mit der Trailblazer-Fortsetzung, ne? Und ich sage dann Dankeschön fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat diese Folge gefallen. Wenn ja, hinterlasst ein Like, ein Abo, einen Kommentar. Das würde mich sehr freuen. Dann sehe ich euch in der nächsten Folge wieder. Ciao.